Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier noch in den Sümpfen. Wir haben hier immer noch diesen Informationspunkt, also diesen Ausrufezeichenpunkt. Ja, Das heißt, wir haben hier noch eine Aufgabe zu erledigen. findet die Naturforscherin in den Sümpfen Genau, das ist unsere Aufgabe. 18 Und Meter. 18 Meter, also Aber es ist ein Suchkreis. ist es ein Suchkreis und wir hoffen, dass die noch lebt. Ja, na gut. Dann gehen wir mal suchen. Und blöd ist sie ja eigentlich nicht, Ne? wollte ich gerade sagen. Wenn Eine jemand überleben Flasche. kann, dann sie, ja. Ja. Das ist ja wohl, ist sie jetzt in der Flasche drin oder wie? Das haben wir ja schon von dem Genie und so. Aha. I'm not here to kill you. Tell me then, what is your intended purpose? We were sent to look for you. Apologies, but allow me to express my doubts. You could always try to pull the trigger. Who sent you to find me? We were not looking for you in particular, but the entire expedition. It was Governor Burham who asked us to find you. He is worried about you. You haven't been reporting. You should have said that straight away. Tja, viel Zeit. Hat sie eigentlich die Möglichkeit kaum gegeben. I was hoping for a rescue of a different nature. Do you have a name? Desardé. I'm from the congregation. The new governor's cousin. Who wears an islander face. I've heard stories about you. And them? I am Siora, daughter of Bladnid. From the people that your own capture and torture. I've never taken anyone. On the contrary, we had hoped to exchange our knowledge with your own. Kurt. Simply Kurt. I protect our excellency's back. And if one of your violent fits overcomes you, rescue party or not, I will kill you. This is a rather odd group. I am Afra, a scholar from the Bridge Alliance. It is rather rare to find me rolling in the marshes. I study the fauna and flora of this isle. I should imagine you have many questions. Ja, warum hast du so ein freundliches Wesen zum Ja, sie Beispiel? ist ziemlich unsympathisch, finde ich. Aber na gut, vielleicht ist sie. Kann sie sich noch entwickeln. Ja, ich glaube, da besteht Bedarf. Okay, wir fragen mal nach dem Überfall. We saw the site where you were attacked. What exactly happened? We were taken by surprise. One moment everything was calm, and the next a war party of natives fell upon us. I had an uneasy feeling and kept myself apart. But when I heard my fellow scholars' shouts, I rushed over. Most of my companions are incapable of defending themselves, and we didn't have guards to protect us. One of them tried to flee, but they brought him down. We decided to give ourselves up to avoid a massacre. Und was hast du gemacht seitdem? What has happened since the attack? How long have you been in these marshes? We were taken prisoner and were brought to a village nearby. I was able to escape while the others were taken to a house that they use as a prison. I wanted to join the Bridge Alliance frontier post not far from here, but I wasn't able. So I doubled back to keep watch of the village from a distance. I have been hoping to find a way to free my companions. Without any success so far. Was forscht ihr? Have you made progress in your search for a cure? We were studying some quite remarkable plants when we were attacked. The region is rife in unknown and novel species. Some seem incredibly promising. The local shamans know all these plants and they use them in their remedies. If only we had been able to converse with them rather than getting ourselves captured. Could you lead us to the village where your colleagues are being held prisoner? Certainly. We are, oh, so very close. And I fully intend to participate in this rescue. I'm not one to sit around and twiddle thumbs. Hey, langsam rennt sie auf und davon. Na ja. Stimmt, ja, sie schon. Gleich richtig sie kann es ja los. Alleine probieren. Aber ich schätze, sie wird auf euch warten. Ganz so blöd ist das sie ja Das will ich wohl doch schwer nicht. hoffen.
stürmt los. Ja, fest. Das ist ja wirklich convenient. Ja. So nett. Ist da eine Leiter hinzustellen? Ja, ist doch praktisch. Mhm. Und, wo lang? Hier durch, nehme ich an. Ha? Mach schon mal dein Licht an. Nicht, dass du es in der Höhle wieder suchst. Sie hat's an. Gut. Aber das ist so eine Funzel. Ja, ja, ist klar, ich weiß. Das ist nicht allzu viel damit. Ja, sie bleibt stehen und warte. Wäre auch keine gute Idee, alleine durchs Haupttor zu stürmen. Nö. Man weiß ja nie. Nee. Was sich das Spiel so einfallen Aber lässt. So dumm sieht sie nicht aus. Ach so nie, ne. So dumm sieht sie wirklich nicht aus. Wäre ich hier beinahe um den Kopf gesprungen. Dann hast du im Grunde genommen eigentlich von jeder Allianz, also von jeder von diesen Parteien, hast du dann einen in deiner Gruppe bisher. Ja. Also auf den du zurückgreifen kannst. This is where the natives took your colleagues. Yes, it is here. These ruins are being used as a camp by the native raiders. There are so many of them. Better to remain discreet. I have spied on the camp and discovered where my colleagues are being held. They are being kept in the old walls of the main ruin. Das klingt ziemlich in der Mitte drin, ne? Genau. Nicht gut. So. Also ich nehme mal an, dass Afra eine zukünftige Begleiterin auch sein wird, ne? Eine von denen, die man ja, sich aussuchen vermutlich. Kann. Wir haben ja von jeder Fraktion... Bisher einen, ja. Einen, also nehme ich an, ist Afra Sie? Dann... Brückenallianz. Die nächste von der Brückenallianz. Interessante Handschuhe trägt sie. I would rather avoid unwarranted deaths. Ach ja. Wait until nightfall and look around the camp to find a more discreet way to get inside. Gute Idee. Ja. Hatte Aber diese Person, die versucht ja gerade irgendwas auszugraben. Jawohl. Und zwar zwei unglaublich wichtige Zunderschwämme. Zunderschwamm. Genau. So. Können wir hier ein Lager aufschlagen, das weithin leuchtet. Hallo, guck mal, da unten ist einer. Hier sind wir. Und falls du uns noch nicht gesehen hast. Abgesehen davon müssen wir ein Lager aufschlagen, wenn wir schlafen wollen. Ich weiß es ja. Sonst geht das nämlich gar nicht. Aber gerade da oben, wo man uns meilenweit sehen kann eigentlich, weil da unten stehen zwei Figuren, ich glaube, die gehören zu den Einheimischen. Ja. Zu diesen bösen Einheimischen, die nicht einfach verschwinden wollen. Ja. So, mal gucken, wo müssen wir denn hin? Da oben müssen wir hin. Ein Dittgidensenverlies. Was ist das denn? Dittgidensenverlies. Oder Dittgidensen. Wie auch immer man das betonen ja, möchte. Also werden wir uns erstmal hier eine Markierung setzen. Und dann schleichen wir uns an. Erstmal dahin laufen. Ich weiß ja nicht, wie weit das ist. Kann man ja immer schlecht abschätzen. Bevor du irgendwie losschlägst, solltest du vielleicht mal speichern. Wir haben ja erstmal andere Feinde. Ja, ja. Aber wir sind ja noch weit weg. Ja, 138 ja. Meter. Ja. Stand da jedenfalls. Hier oben müssen wir hin. Die können recht kurz sein. Das könnte schon der Rand vom Dorf sein. Ich schätze, das ist es auch. Und wir müssen außen rum. Das werden wir mal ganz leise die Dinger hier bekämpfen. Ja, das werden wir ganz besonders heimlich und leise machen. Genau. Das beginnt Frieden. Hallo. Ja. Guck mal, jetzt gehen wir zu den ganz Dicken.
Aua. Das tut weh. Willst du das sein lassen? Du solltest vielleicht nochmal Magie tanken, aber ist sowieso alles aus. Nö. Außerdem hast du ja auch kaum welche. Nur noch 16 oder vielleicht 15. Ja, ich bin echt doof. Nein, du bist doch nicht doof. Warum bist du doof? Weil ich die ganze Zeit schon Magietränke nachbauen wollte und vergesse es jedes Mal. Das wirst du schon merken, wenn du irgendwann nicht kämpfen kannst. Aber jetzt ist die Gelegenheit. Das war die spezielle Erinnerung dafür. Vielleicht schreibst du dir einen riesengroßen Zettel und packst sie auf den Monitor. Nein, ich werde mir jetzt gleich ein paar Tränke bauen. So. Hier und zwar... Hoffentlich ist die Nacht dann nicht vorbei. Magietränke und zwar... Normale, würde ich sagen. Ja, klar. So, jetzt haben wir 30 Magietränke. Okay, normal. Das wird schon, guck mal, es wird schon morgen. Das wäre aber nicht so günstig. Nein, aber wenn man nicht vorausschauend ist, dann kann einem das schon passieren. Hier ist es relativ hell in der Nacht. Ich würde mir aber vorstellen. Beim Laufen in der Landschaft ganz angenehm. So siehst du, das war gar nicht so lang, der Abstecher. Sagst du so. Ah ja. Du musst es ja wissen. Sind wir auf dem richtigen Holzweg? Naja, du bist ziemlich... Ja, ich weiß ja nicht, ob wir rechts oder links vorbei müssen. Na, dann geh etwas näher ran, dann kannst du es vielleicht sehen. Naja, das sieht hier aus wie der Haupteingang. Okay, wir gehen mal rechts rum. Mein Haupteingang ist meistens keine so richtig gute Idee. Ja. Weil da öfter mal Wachen stehen vielleicht. Ja. Wir kommen auch hier hochklettern wahrscheinlich. Ja, habe ich auch vor. Zu sehen ist eigentlich nichts, müsste aber hier irgendwo dahinter liegen. Ach so, was stand da? Hast du gesehen? Du wirst die Person, die du begleitest, verlieren, wenn du nicht in ihrer Nähe stehst. Die ist weg jetzt. Afra ist 5 Meter weg nur. Afra ist doch hier. Gut. Afra ist 3 Meter von mir weg. Ja, warum stand denn da eben? Hast du das gelesen? Weg. Hallo. Hast du gelesen? Nee, habe ich nicht gelesen. Das war, dachte ich, ein Hinweis. Vielleicht sollen wir das als Hinweis mal einfach zur Kenntnis nehmen. Ja. Aha. Da unten ist irgendwas, aber das werden wir uns später angucken. Mal sehen. Hier, genau. Ja, jetzt sind wir hier natürlich wieder ganz schlecht. Hier geht es nicht weiter, es sei denn, man kann hier runterspringen. Aber das sieht nicht danach aus. Nee, sieht nicht danach aus. Nee. Meinst du, hast dich jetzt in so ein Dead End begeben? Ja, scheint so. Und dann sollten wir da rausgehen. Hier geht es auch nicht weiter. Und wenn wir noch lange so weitermachen, wird es wirklich morgens. Ja, das ist übrigens auch. Bleibt da stehen? Die bleibt hier stehen. Also will sie hier in die Richtung gar nicht mitlaufen. Ja, das nehme ich einfach mal an. Ja, deswegen nehme ich den Hinweis vorhin. Das war der Grund. Das war der Hinweis. Weil sie ist ja nicht offiziell in unserer Gruppe. Ne? Ja. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir hier vor sich? Aber du würdest ja eigentlich zu den Ruinen. Da sind die nämlich drin, die Leute. Wir wollten sie befreien, ohne mit den Leuten kämpfen zu müssen. Ja. Na gut. Abgebrochener Brief von Professor Serafinin. Mhm. Ich war auf dem Rückweg mit den Vorräten, die ich für die Expedition besorgen sollte, als ich eine der Kreaturen sah, von denen ihr mir erzählt habt. Diese riesige Bestie ähnelt einem Hirsch, aber sie ging auf 2 Beinen und war größer als die Bäume. Leider bemerkte sie mich auch und stürmte auf mich zu. Ich versuchte, mich mit meinem Schwert zu verteidigen, aber es prallte immer wieder von seinem Panzer ab, der mir so stabil erschien wie unsere besten Rüstungen. Es gelang mir schließlich wegzulaufen, aber ich blute stark und habe nicht mehr genug Kraft, um zu euch zu gelangen. Ich hoffe, dass mich jemand findet und euch diesen Brief übergeben wird. Sagt meiner Frau, dass ich sie liebe. Ja, das war wohl der letzte Brief von ihm. Hier sind die Knochen. Da liegt er. Ja. Das war wohl der letzte Brief von
Vielleicht haben Professor. Wir noch ein paar Briefe übersehen, die wir vielleicht noch finden. Aber ach, wir werden noch ganz viele finden müssen. Auf jeden Fall ist hier seine Ruhestätte sozusagen. Ja. 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 Alte verstärkte leider Handschuhe, sollten wir uns bei Gelegenheit die mal alle angucken. Aber ja, der aber ist nur grün. Ja. Nur Grünzeug. Ja gut. So, ja, wir wollen dahin, wo wir immer noch hinwollen. Ach so, und sie ist aber noch hier da ist oben, der Astra. Haupteingang. Ja, ich wollte da ja auch hin. Also. Also Afra wartet immer noch da, glaube ich. Das ist Afra, ja. Ja. Die, und wir entfernen uns nämlich immer weiter. Ja. Deswegen bleibt sie da stehen. Okay. Nun ja, ich hoffe, das ist eine ganz lange Nacht. Ja, wir müssen südlich da rum. Ja, ja, sie zeigt uns schon den Weg, wo wir lang müssen. Ja. Gut. Aber mein Gott, wir haben doch viel Zeit. Ja, genau. Der Tag hat 24 Stunden und wenn das nicht reicht, nehmen wir die Nacht dazu. Ja. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel das die jetzt hier irgendwie... Die haben wir schon. Mist aber das hier auch, läuft. Das ist das Ziel. Mhm. Afra kommt mit. Gutes Zeichen. Ja, eigentlich sollte sie ja vorauslaufen und uns den Weg zeigen, aber das macht Tür. Sie nicht mehr. Was ist das? Ja, du kannst hier nicht erklimmen. Oh, und hier kommt man auch nicht durch. Da müssen wir auf der anderen Seite drumherum. Tatsächlich. Mist, hier wurde aber mal was auch gebaut. Warum kann ich nicht gleich in die richtige Richtung laufen? Nun, du hast dich bisher nicht um die richtige Richtung gekümmert, weil es noch andere Sachen gab, die interessant sind. Vielleicht kommen wir jetzt mal zur richtigen Richtung. Hier sind aber auch noch ein paar Sachen, die kannst du noch mal in aller Ruhe einsammeln. Ne? Was ist das denn hier? Ein Schwamm? Schwammeln. Oh, gut. Ich will nicht zum Haupteingang. Wir laufen hier eine Art Mauer entlang, das falls du es noch nicht gemerkt hast. Ruinen, ja, das habe ich schon gemerkt. Aber wir gehen jetzt erstmal nicht zum nächsten Täubling. Oder Schwamm, meine ich. Sag mal, höre ich hier Musik? Ja, ich höre hier oder auch Klappern. Getrommel. Oh, da sind die hier. Guck mal, hier die halten Wache. Und da sind die Ruinen, in die du schnell, in die du reingehen solltest eigentlich. Wir sollen nicht durchs Haupttor gehen, hat es geheißen. Also versuche ich mich außen rum zu schleichen, ja, aber recht. Auf der rechten Seite ging das leider nicht. Nein. Oh, Tollkirschen, na gut. Hier geht's auch nicht lang. Sind Tollkirschen gut für einen Heiltrank? Eher weniger. Einfach so, dem Gefühl nach. Tja. Dann fühlst du dich bestimmt ganz toll wohl. Vielleicht müssen wir die nächste Nacht noch dazu nehmen. Hier, kann man hier rüber über die Mauer? Nein. Oder durch? Oder was? Nee, oder hier rum? Kommt man nicht mal. Kannst du auf die Karte gucken mal? Vielleicht haben wir da schon einen Schlupf, irgendwie so ein Dings hier übersehen. Oh, hier ist es ja ganz flach. Hier ist gar keiner mehr mit. Doch, da sind guck sie ja. Guck mal auf die Karte. Ja. Na, hier kommen wir vielleicht durch. Ach, ja, aus? Wir müssen hier außen rum. Ach, außen. Gut. Ja, hier habe ich es ja versucht. Hier geht es nicht weiter. Ja, also müssen wir durch diesen schmalen Schlupf durchschlüpfen. Und hoffen, hier scheint es rumzugehen ins Dorf rein. Das müsste der Hintereingang sein. Wir müssen aber gar nicht... Von der anderen Seite aus ging es ja nicht. Obwohl es danach auch aussieht, als würde man hier locker reinkommen. Aber gut. Nun ja, also auf nach Süden. Die Felsen umlaufen. Halt, hier geht's hoch. Das müsste dieser Durchschlupf sein. Ja, einfach nur geradeaus. Da hinten ist ein Fragezeichen. Ja, können wir das noch? Oh, da gibt's ein. Ja, jetzt gehen wir da nicht hin. Fähigkeitenaltar, den dürfen wir aber nicht vergessen. Nein, das sollten wir nicht tun. Das wäre sträflich. Tja,
Seid ihr noch alle da? Ja. Vor allen Dingen, wenn Afra mitkommt, kommen die anderen sowieso mit. Oh, I fled as they were about to lock my companions inside a cell. We're going to need a key. Please, on all Manawi, let's try to avoid a fight. Das ist ganz in meinem Interesse. Na ja, wir werden sehen. Werden wir uns hier reinschleichen müssen. Wo wir einen Schlüssel finden sollen, ist mir allerdings auch schleierhaft. Hm. Was ist das? Keine Ahnung. Oh, wir stehen auf einer Hütte. Sieht so ich aus. Wollte gerade gucken, was hier so qualmt, aber ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn jemand durch das Loch im Dach guckt. Finden die Einheimischen bestimmt nicht lustig. Ach so, ja. Wir sollen mit der Admiralin sprechen. Auch sowas falle ich inzwischen nicht mehr rein. Dafür fange ich jetzt damit an. Zwischendurch vielleicht mal einen richtigen Speicher in Anführungsstrichen gesetzt waren. Es ist schon ziemlich hell inzwischen. Ja. Sonne geht auf, also ich weiß nicht. Ich meine, wenn, dann würde ich einen anderen Speicherstand machen. Kommt man hier irgendwo durch? Nein, natürlich nicht. Na gut, dein Wunsch ist mir Befehl. Und vielleicht ist die helle Sonne da, die Vögel zwitschern. Und wir sind immer noch unterwegs auf... Ja. Oh, kann man da durch? Nee. Oder doch? Da ist ein... Nee. Nein, kann man nicht. Da ist ein Ding. Ja. Oh, da ist jemand. Da ist jemand. Nicht gut. Ich fürchte, wir sind ein bisschen sehr spät dran. Obwohl... Ich gucke mal auf die Karte, wo müssen wir denn hin? Wir müssen da oben hin. Ach du Schande, wir müssen den ganzen Weg hier, darum und was dann ist das da für eine hoch. Tür? Ach so, die Tür konnten wir ja nicht reinlegen, weil wir keinen Schlüssel haben. Diese Tür hier. Ja, das ist die, wo wir reingekommen sind, ja. Oder? Nee. Auch nicht. Na gut. Wie auch immer. Nee, wir sind hier oben. Ja, wir sind dann hier da so rum und jetzt sind wir gerade mal hier. Ach, und da ist die Tür. Das hier ist Afra. Ja, jetzt gucken wir mal. Hier ist vor uns eine Tür, da müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir da einen Schlüssel da drin. Ja. Genau. Okay. Geht nicht. Dann müssen wir weiterschleichen. Ja. Bis wir zu der anderen Tür kommen. Ja, jetzt wird's schwierig. Oh, nee. Guck genau in unsere Richtung. Jetzt nicht mehr. Geht weg. Ja, ist gerade weggegangen, aber wissen wir nicht. Oh, der kommt und hier. Und läuft für uns. Hilfe. Ja. Tja, und ich bin jetzt ja dahin. Jetzt schnell, schnell vorbei. Wenn ich nicht hingucke, guckt er auch nicht. Das Spiel kenne ich. Du auch? Ja. Mensch, hängt ständig irgendwo fest. Ist gar nichts zu sehen, aber hängt trotzdem fest. Ja, ist normal. Hier, plündern. Alles raus. Egal. Schlüssel ist leider nicht drin. Nein, habe ich auch gerade feststellen müssen. Wo sind wir? Naja.
Wir gucken jetzt in die andere Richtung. Nächste, wir müssen aber. Ja, ja, aber das ist nur wegen der Truhe. Ja, genau. Ja. Ich habe die Richtung schon drin. Wo ist er? Da hinten. Guckt in die andere Richtung, das ist gut. Ah, hier, was ist das hier? Hä? Ja, das ist doch nur eine Tür. Hm, alles klar. Also wie so eine Behausung halt. Ja. Oh, wieder so eine Wache. Guck, guck da, ja nicht genau in die falsche Richtung. Guck weg. Nein, tut er nie. Aber wir kein Stein, nicht, den man da... Er sich dreht, wenn er sich umdreht, falls er sich umdreht. Wo drehst du dich hin? Guck weg von uns, wenn er sich umdreht. Er dreht sich gerade nicht um. Ich weiß es nicht. Wir müssen die Treppe hoch, oder? Ja. Was wir riskieren. Scheint sich überhaupt nicht zu bewegen. Ja, der hat sich nicht bewegt. Musst du hier hochklettern. Wir hoffen, dass da hinten nicht irgendwas ist, ja. Unliebsames. Wir müssen ja auch wieder raus mit den Leuten. Wie denn das? Ja. Das kann doch nicht ganz... Das bei helllichten Tage. Denn das haben wir ja bereits. Ziemlich also, heiße Nummer werden, mit der ganzen Mannschaft hier rauszuschleichen. Naja. Es war ja klar, dass da noch jemand ist. Richtung. So, wie sieht es aus auf der Karte? Ja, wir sind unmittelbar davor. Ja, genau. Da ist aber diese Person, die aufpasst. Ja. Aber wir können die ja nicht umbringen. Dürfen wir ja. Tja, gut, der Rat ist teuer. Tja. Wir müssen gucken, wie die Person sich bewegt. Im Augenblick guckt sie in unsere Richtung. Ja. Naja, nicht direkt in unsere Richtung, aber ich würde es nicht riskieren. Jetzt guckt er so ein bisschen in unsere Richtung. Warum können wir keine Steinchen werfen? Jetzt kommt er! Er kommt aber nicht runter. Er geht dorthin. Und schnell dann, vorbei. Nicht viel los. Schnell da durch. So. Ist hier noch jemand? Ah, weg, 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 weg. Müssen wir da runter, hä? Ach nee. Ah, oh, wow. Warum bist du jetzt hier hingegangen? Warte mal. Da, die Tür ist doch hier. Oder? Ja. Hier. Oder musst du doch runter? Weiter und dann rechts. Da unten, hier ist die Tür. Du musst hier runter, oder? Ja. Treppe runter. Ja, ja. Da ist bestimmt noch jemand davor. Warte, warte. Nee, hier ist niemand, aber nee. Wir haben keinen Schlüssel. Ja. Schlüssel verwenden, haben wir einen? Don't have the key. Genau, eben. Das war's. Den ganzen Weg ohne Schlüssel gemacht. Ja. Was hatte sie denn gesagt? Locked. Ja. Afra, hast du eine Ahnung, wer den Schlüssel hat? Die spricht gar nicht mit mir. Oh Mann. Ja, ich fürchte, dass wir das wo normal machen müssen. Wir den Schlüssel finden? Ja, irgendwo wahrscheinlich wird eine Truhe gewesen hat sein. Einer der Wächter den Schlüssel in den Taschen. Das kann sein. Dann solltest du vielleicht nochmal einen anderen, ganz irgendwie einen ganzen anderen Stand speichern. Ganzen anderen. Also einer, der irgendwie. Quatsch. Hat ja nichts. Oh je. Er hat gesagt, dass es einfach sein würde. Ich fürchte, wir müssen eine von den Wachen umhauen. Ja, die Frage ist, welche? Am besten, die ja hier vorne ist. Ne? Wenn er gerade nicht in unsere Richtung guckt. Und das tut er gerade nicht. Aber, wenn wir uns nicht beeilen, tut das vielleicht doch. Too late. Oh nein, das war keine gute Idee. Ach nee, wir wollen doch die nicht umbringen. Das ist ganz schön laut.
Hölzchen. Nee. Gehen die jetzt auf die anderen los? Nee. Nee. Aber du hast keinen Schlüssel gefunden. Scheiße. Das ist nicht der Sinn der Sache. Nee. Okay, wir müssen jetzt sowieso Schluss machen. Jo. Dann werden wir... nächstes Mal nach dem Schlüssel suchen müssen. Nach dem Schlüssel suchen müssen. Und zwar müssen wir dann irgendeinen anderen Stand einladen, also nicht hier, hier vorne. Hier vorne haben wir sowieso Mist gebaut, indem wir den abgemurkst haben. Ja. Das hätten wir nicht tun dürfen. Also werden wir anderen Stand einladen. Wir haben ja zum Glück noch einen. Ja, den Stand, den wir da unten hatten, bevor wir da hochgegangen sind. Und genau, möglicherweise müssen wir irgendwie zurück und müssen gucken, wo der Schlüssel sein könnte. Könnte ja auch in der Truhe liegen. Könnte da beim Lager irgendwo sein, in so einer Truhe. Dass wir uns da reinschleichen müssen. Das werden wir jetzt eruieren. Genau. Okay, also bis dann, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.